In all meinen Jahren als Hüter der Geschichten gibt es nur wenige Themen, über die ich so viele Missverständnisse aufklären musste, wie über die Grenzgrafen. Außerhalb des Gebietes selbst scheint es eine Menge Verwirrung über die politische und soziale Beschaffenheit dieser einzigartigen Region zu geben. Glücklicherweise habe ich jüngst erst mit meinem neuen Lehrmeister Friedrich Becker gesprochen, der dieses Thema gern einmal besprochen sehen würde. Somit ist es heute endlich Zeit, diesem lange überfälligen Vorlesungsthema die Zeit einzuräumen, die es offensichtlich benötigt. Wir werden mit einer Übersicht bezüglich der politisch-sozialen Situation beginnen und mit einer Nacherzählung der Entstehungsgeschichte der Region enden. Der größte Fehlschluss in Bezug auf die Grenzgrafen ist es, von ihnen als zusammenhängende Nation auszugehen. Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. Grenzgrafen ist ein Sammelbegriff für eine Region zwischen dem Imperium und dem Schwarzen Golf. Dieses Land gehört zu keiner der großen Fraktionen und wird seit Generationen von lokalen Kriegsherren, entehrten Adeligen, Flüchtlingen und simplen Banditen bewohnt. Diese grundverschiedenen Interessensgruppen versuchen im gesetzlosen Land eigene Domänen zu errichten, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten oder sogar selbst eine Machtbasis zu etablieren. Leider stellen viele Zufluchtsuchende schnell fest, dass dieses Land eines der gefährlichsten und volatilsten der gesamten Welt darstellt. Ohne die schützende Hand einer Regierung heißt es fressen oder gefressen werden in den Gebieten der Grenzgrafen und meist erlangen jene die Macht, die rücksichtslos und brutal genug sind, sie sich zu nehmen. Die Selbstsucht und Machtgier der Grenzgrafen dient jedoch ebenfalls als eine Form von Sicherheitssystem gegen zu mächtige Gesetzlose. Häuft ein bestimmter Herrscher zu viel Gebiet oder Einfluss an, werden sich all seine Nachbarn sowie ein beträchtlicher Teil des eigenen Gefolges gegen ihn wenden, um ihn zu stürzen und seine Macht unter sich aufteilen. Ähnlich wie bei den Skaven. Die erfolgreichen Herrscher beachten daher eine feine Balance zwischen der Sicherheit, die ihre Macht ihnen bietet, und der Zielscheibe, die sie dadurch auf ihre Brust malt. Wie euch sicherlich schon aufgefallen ist, macht die Natur der Grenzgrafen es recht kompliziert, eine kohärente Vorlesung über sie zu verfassen. Die politische Lage ist von Gebiet zu Gebiet vollkommen unterschiedlich und so etwas wie Konstanten gibt es quasi nicht. Doch genau diese Eigenschaften machen die Grenzgrafen zu so einem spannenden Thema für Historiker und Autoren gleichermaßen. Nahezu jede erdenkliche Situation, die im Rest der Welt unmöglich scheint, könnte sich hier glaubhaft ergeben. Eine Kommune von abtrünnigen Druki, die mit Azur und Azrai eine einheitliche elfische Gemeinschaft aufbauen wollen? In den Grenzgrafen vorstellbar. Ein grün bemalter Norskaner, der sich den Respekt eines Orkstammes verschafft und nun seinen eigenen Stamm anführt? In den Grenzgrafen möglich. Oder sogar eine unterirdische Kolonie von jahrtausende alten Vampiren, die sich regenerieren, indem sie unbedarfte Flüchtlinge attackieren? Warum nicht? Im Gegensatz zur aktuellen politischen Situation der Grenzgrafen ist die Geschichte der Region vergleichsweise gut dokumentiert. Die ursprünglichen Siedler der Region waren wilde Orkstämme. Grünhäute nutzen das Grenzgrafengebiet schon seit Anbeginn ihres Volkes. Der Grund dafür liegt auf der Hand. Es ist ein raues, unwirtliches Gebiet, das von wenigen anderen Völkern begehrt wird und ist trotzdem nah genug an den fruchtbaren Ländern der alten Welt, um als Basis für Plünderungen und Invasionen zu dienen. Die ersten Streitkräfte, denen es gelang, die Grünhäute dauerhaft zu vertreiben, waren die Truppen des großen nehekaranischen Eroberers Setra. Unter der Führung des Kriegerkönigs löschten die organisierten Wüstenkämpfer viele der Orkstämme aus und etablierten ihre eigenen Siedlungen. Vereinzelt findet man heute noch alte Grüfte oder Ruinen aus dieser Zeit. Lebensmüde Abenteurer versuchen regelmäßig an die Reichtümer dieser Überreste zu gelangen, finden jedoch selten mehr als den Tod durch die Hand der untoten Wächter. Mit dem Untergang der Nehekaraner besiedelten die Grünhäute erneut das Gebiet und setzten ihre Stammesfäden fort. Diese Periode dauerte etwa 1000 Jahre, bis zum Jahr 1 des imperialen Kalenders. Zum Leidwesen der Historiker ließen die Orks kaum etwas von den alten Siedlungen übrig. So fanden die nächsten menschlichen Siedler nichts als Ruinen vor, als sie von Westen aus in das Grenzgebiet vorstießen. Binnen der nächsten 1000 Jahre schlossen sich die Gebiete der Grenzgrafen sowie der zukünftigen Länder Tilea und Estalia zum ersten menschlichen Großreich der alten Welt zusammen. Dem Gründungsmythos zufolge fand die sterbliche Göttin Myrmidia alte Aufzeichnungen der früheren hochelfischen Siedler in den Gebieten Teleas und nutzte diese technologischen Vorsprünge, um die frühen Menschenstämme der Region unter ihrem Banner zu vereinen.
Daraus resultierte das Großreich Rehman, dessen kulturelle Einflüsse noch immer tief in Tilea und Estalia zu spüren sind. Das Gebiet der Grenzgrafen wurde jedoch schon weit vor dem Untergang des Rehmanischen Imperiums verloren, weswegen sich die kulturellen Einflüsse nie so prominent etablieren konnten und jene Städte, die gegründet wurden, schnell wieder fielen. Im Jahr 120 des imperialen Kalenders fiel eine Armee untoter Nehekarana aus der Nekropole Bagar in der Region ein. Dies geschah einmal mehr unter dem Kommando des großen Königs Setra, der nun in seinem untoten Zustand erneut Krieg über die Welt brachte. Diese Besatzung durch die Gruftkönige dauerte etwa 80 Jahre, denn obwohl Setra bereits im Jahr 170 zurückgeschlagen wurde, kümmerte sich kaum jemand um die übrigen nehekaranischen Streitkräfte im Grenzgrafengebiet. Diese wurden erst mit einer großen Migration der Oger im Jahr 200 vertrieben. Auch wenn diese Zeit natürlich wieder viele Grüfte hinterließ, die Abenteurer noch heute versuchen zu erkunden. Die folgenden Jahrzehnte sind eine vergleichsweise ruhige Zeit, zumindest was geopolitische Ereignisse angeht. Natürlich entbrannten immer wieder lokale Konflikte, doch zumindest hatte die Region etwa 300 Jahre Frieden vor groß angelegten Invasionen. Dies sollte sich in den Jahren 491 bis 978 grundlegend ändern. Die Teleaner kämpften seit etwa 20 Jahren gegen eine gewaltige Invasion von Grünhäuten, die sie nur sehr schleppend zurückschlagen konnten. Die folgenden 500 Jahre verbrachten sie damit, die Orks systematisch aus ihren Grenzen zu vertreiben und über das Apuccini-Gebirge in die Grenzgrafengebiete zu drängen. Somit wurden die Grenzgrafen einmal mehr von Grünhäuten überrannt, auch wenn sie dort diesmal nicht alleine waren. Ziemlich zeitgleich etablierte ein großer Chaoskult seine Operationsbasis in Massaschloss, einer Region der Grenzgrafen, die bis heute von Dunkelheit durchzogen ist. Der Kult etablierte seine Präsenz im Jahr 900 und versuchte die nächsten 200 Jahre den Schleier zwischen den Welten so weit zu schwächen, dass Dämonen den Übergang durchschreiten konnten. Ihre Bemühungen wurden von einer Zwergenfestung im nahen Gebirge immer wieder unterbunden und der Konflikt eskalierte schon bald zu einem ganzen lokalen Krieg. Jahrelang störten die Davi die Rituale der Kultisten, bis die Chaosanhänger im Jahr 1109 einen verzweifelten letzten Anlauf nahmen, den Schleier durchbrachen und die Region Massaschloss in wildes Chaos stürzten. Der Albtraum dauerte zwar nur wenige Tage, doch endete er mit einer Überladung des Portals, einer gewaltigen Explosion und dem kompletten Untergang der Festung Massaschloss. Obwohl die Explosion den Zugang der Dämonen zur Warp-Energie unterbrach und somit die Invasion des Immateriums stoppte, blieb der Landstrich bis heute verseucht und bietet fruchtbaren Boden für jede Form von dunkler Magie. Wir befinden uns nun an einem Zeitpunkt der Geschichte, während dem das Grenzgrafengebiet so ungezähmt ist wie nie zuvor. Gesetzlose, dunkle Magier, Untote und jede Menge Grünhäute durchstreifen die Region mit nur wenigen tatsächlich etablierten Strukturen oder Städten. Dies sollte sich ändern, als die bretonischen Ritter zum großen Kreuzzug gegen Araby aufriefen. Der religiöse Angriff auf das südliche Königreich sollte der wichtigste Moment in der Geschichte der Grenzgrafen werden und die Region, wie wir sie heute kennen, überhaupt erst ermöglichen. Der Kreuzzug begann im Jahr 1448 und dauerte 3 Jahre. König Louis der Rechtschaffende führte seine erste Invasionsarmee gen Süden, doch wenige Monate später formte sich eine zweite Armee aus Ritterorden und Adligen, sowohl aus Bretonia als auch dem Imperium, die dem Beispiel des Königs folgen wollten. Diese zweite Armee ist die relevante, wenn wir die Geschichte der Grenzgrafen erfassen wollen. Baron Thibault Dubois de Balzac führte diese Expeditionstruppe an. Sein größtes Problem war logistischer Natur, da die Häfen in Tilea und Estalia alles andere als ergiebig schienen. In Estalia wurden bereits nahezu alle Schiffe von den ersten Kreuzfahrerarmeen übernommen, sodass nur noch zwielichtige Kapitäne übrig waren und die teleanischen Häfe von ausreichender Größe waren viel zu nah an Skaven, Blight und Sartosa, um sichere Überfahrt zu garantieren. So entschied sich Baron Thibault, seine Armee durch Tilea durchzuführen, das Grenzgrafengebiet zu überwinden und zwergische Schiffe im großen Hafen Barakwar zu besteigen. Diese Entscheidung führte die Ritter tief durch das Gebiet der Orks und bescherte den Kriegern tägliche Kämpfe mit den Grünhäuten. Den Bretonen machte dies nichts aus. Sie waren unterwegs, um die Welt vom Bösen zu befreien. Da konnte man ohne Probleme auch mit diesen Kreaturen beginnen. Ohne es zu beabsichtigen, bereiteten die Kreuzfahrer so ihre eigene neue Heimat vor. Denn als sich Thibaults Truppen nach fast einem Jahr durch das gesamte Gebiet gekämpft hatten, erreichte sie Botschaft, dass König Louis bereits einen überwältigenden Sieg gegen die Truppen Arabys erringen konnte und der Kreuzzug nahezu gewonnen war. Die Männer waren am Boden zerstört, der Krieg wurde bereits gewonnen und das alles komplett ohne sie. Kein Ruhm, kein Reichtum, keine neuen Lande zu erobern oder zu beherrschen.
Baron Tybalt spürte die Unzufriedenheit seiner Männer und reagierte blitzschnell. Er hielt eine flammende Ansprache und versicherte den Kreuzrittern, dass sie alles, was sie sich ersehnten, bereits gefunden hatten. Hier vor Ort, in diesen wilden, ungezähmten Landen. Das Böse wartete an jeder Ecke, Schätze lagen vergraben in dunklen Ruinen und jeder von ihnen konnte sich ein eigenes Reich gründen und frei als König herrschen. Nachdem sie sich also noch einmal gemeinsam in einem großen Säuberungskrieg gegen die Orks vereinten, spalteten sich die Kreuzfahrer endgültig auf und suchten in den neu erschlossenen Landen ihr Glück. Viele von ihnen schlossen sich zu kleinen Gefolgen zusammen oder reisten sowieso schon mit genug Dienern, um einen eigenen Hofstaat zu imitieren. Sie bauten Burgen, kleine Gehöfte, Dörfer, etablierten Minen und boten all den Gesetzlosen oder Flüchtigen eine Heimat im Tausch für Abgaben und Gefolgschaft. Natürlich waren die Ritter nicht nur aus Bretonia, auch einige der mitgereisten Imperialen folgten der Verlockung der Unabhängigkeit und formten so das Grenzgrafentum, wie wir es heute kennen. Einige der noch immer herrschenden lokalen Grafen des Gebiets können ihre Blutlinie auf diese ersten Gründer zurückführen. Eine Besonderheit, die natürlich häufig benutzt wird, um sich von den anderen Herrschern abzugrenzen. Die neu geformten Grenzgrafen wurden auch schon sehr bald nach ihrer offiziellen Gründung ins politische Geschehen der alten Welt eingebunden. Keine 100 Jahre nach Tybalts feuriger Ansprache befand sich das Imperium in der größten innenpolitischen Krise seiner Geschichte, der Zeit der drei Imperatoren, eine Periode, in der das mächtige Reich Sigmars im Bürgerkrieg konkurrierender Fürsten unterzugehen drohte. In ihrem Bestreben, einander auszuschalten, heuerten viele imperiale Fürsten zahlreiche Söldnerbanden an. Besonders die südlichen Kurfürstentümer hatten exzellenten diplomatischen Zugang zum Grenzgrafengebiet und somit die Möglichkeit, erfahrene Kämpfer in großen Mengen zu verpflichten. Die etwa 800 Jahre des imperialen Bürgerkrieges waren eine glorreiche Zeit für das Grenzgrafengebiet. Unmengen an imperialem Gold fand seinen Weg in die Truhen der Grafen und für viele öffnete diese Erfahrung ganz neue Geschäftsmöglichkeiten. Ausländisches Geld oder vielmehr ausländische Ressourcen machten einen gewaltigen Unterschied in ihrer rohstoffarmen Heimat und gute Handelsbeziehungen entschieden häufig über Sieg oder Niederlage in den Machtkämpfen der Grenzgrafen. Daher bemühten sich in den folgenden Jahren immer mehr Grafen um Söldneraufträge und diplomatische Beziehungen zu reicheren Nachbarländern, wohlhabenden Organisationen oder einflussreichen Individuen. Diese Periode der politischen Neuorientierung ist ein fortlaufender Prozess, der nicht nur einige Grenzgrafen sehr reich gemacht hat, sondern weiterhin auch das Gebiet selbst als politischen Akteur in den Augen der großen Nationen etablierte. Leider bedeutete diese neu gefundene Relevanz auch einige Probleme. Das größte davon wohl der erneute Krieg mit König Setra im Jahr 2276. Baron Syricus Carra, ein Untergebener des Herzogs von Quenelles, erhielt eine Prophezeiung, dass sich ein uralter Gruftkönig, Septath, der Unverwelkte, erneut erheben würde. Carra konnte eine solche Nachricht nicht tatenlos hinnehmen. Immerhin war er ein treuer Paladin der Lady. Also musterte er seine eigenen Truppen, sammelte einige Exilanten aus den Grenzgrafen und zog hinab ins alte Nehekara, um der Wiedergeburt zuvorzukommen. Die Expedition des Barons verlief jedoch wie die meisten Ausflüge der Sterblichen nach Nehekara. Er wurde samt seines Gefolges abgeschlachtet und die wenigen Überlebenden flohen zurück ins Gebiet der Grenzgrafen. Septath war ihnen jedoch dicht auf den Fersen. Er verfolgte die Bretonen bis kurz vor Baragwar und stellte sie erneut zum Kampf. Dank der Kraft der Verzweiflung gelang es den Rittern allerdings nicht nur, sich frei zu kämpfen, sondern Septath selbst zu erschlagen. Auf eine sehr chaotische und tragische Weise hatte Baron Syricus' Expedition also Erfolg. Leider waren die Folgen dieses Sieges deutlich gravierender als der bloße Verlust eines Barons und seiner Ritter. König Setra, der Unvergängliche, ewiger Eroberer des Wüstenreiches, hörte von den Taten der Bretonen und der Vernichtung seines vertrauten Generals. Und Setra ist kein Herrscher, der vergibt oder verzeiht. Binnen weniger Wochen nahm er den großen Hafen Sandri wieder in Betrieb, erhob eine Knochenflotte und sandte seine Skeletthorden ins Gebiet der Grenzgrafen. Die Kriegsfürsten der Region hörten von den nahenden Horden, versammelten die überlebenden Ritter, schickten Kunde nach Bretonia und musterten ihre eigenen Truppen aus erfahrenen Abenteurern sowie Söldnerbanden. An der Spitze der Invasionstruppen stand Setras oberster Marineadmiral, Prinz Tollethor, der Glänzende, ein erfahrener Kapitän und Stratege. Er kämpfte schon in vielen Kriegen gegen die menschlichen Königreiche und strebte daher nach einer brutalen und direkten Offensivstrategie.
Die untote Natur seiner Kämpfer würde es ihm erlauben, die Verteidiger zu überschwemmen, sie zu verunsichern und schlussendlich abzuschlachten. So wählte er die schwarze Halbinsel innerhalb des Schwarzen Golfes als Ziel seiner Truppen und attackierte die Städte Kasos und Tessos. Was er dort vorfand, überraschte den erfahrenen Admiral jedoch komplett. Die Verteidiger der Grenzgrafen waren exzellent organisiert, agierten autonom voneinander und schalteten gezielt die Priester und Magier der Gruftkönige aus. Tolithors erster Angriff war eine absolute Katastrophe für die Nehekaraner. Er hatte ein organisiertes, reguläres Militär erwartet. Was er aber vorfand, waren viele kleinere Söldnertruppen und unabhängige Grafen, die sich zwar koordinierten, jedoch individuell planten und flexibel auf die Situation reagieren konnten. Weiterhin waren alle Truppen vor Ort kampferfahren und die Schrecken des Untodes durch zahlreiche Abenteuer gewohnt. Ihre Expedition in die alten Grüfte ihrer Heimat hatte sie gelehrt, wie man mit den nehekaranischen Skeletten umzugehen hatte. Und sie verschwendeten keine Sekunde, die herannahenden Wellen der Skelettkriegern an der Wurzel zu bekämpfen. Für gewöhnlich sind die Grenzgrafen sich viel zu uneins, um solche militärischen Operationen durchzuführen. Aber Setras Invasion brachte ein unheimliches Potenzial zum Vorschein. Trotz der Bemühungen der Verteidiger konnten sie Tolithors Invasion nur verzögern, nicht verhindern. Die zahlenmäßige Überlegenheit der Gruftkönige war unmöglich zu überwinden und beide Städte fielen den Untoten zum Opfer. Doch das Opfer dieser mutigen Kämpfer sollte nicht umsonst gewesen sein. Ihre Verzögerung der untoten Truppen erlaubte es den Bretonen, eine Kreuzzugsarmee auszuheben und diese unter Führung des Herzogs Gastil de Brion nach Süden zu schicken. Jedoch auch die Nehekaraner blieben nicht untätig. Während Tolithor nach seinem Sieg gegen die alte Kreuzfahrerburg Buelia ins Feld zog, sichteten Speer die Hauptstreitmacht unter Setra persönlich im Schwarzen Golf, auf direktem Weg zur Küstenstadt Matoera. Die Grenzgrafen unter dem Kommando des bretonischen Exilanten Cécile Gaston mussten sich schnell entscheiden. Ihre Armeen waren nicht groß genug, um gegen die vereinte Streitmacht der Gruftkönige zu bestehen. So entschied er sich, Matoeras Verteidigung zu verstärken, da die Burg Buelia näher an der bretonischen Grenze lag und er darauf hoffte, die Truppen unter Gastil könnten die Belagerung dort schnell erreichen. Als die Burg in Sichtweite des Herzogs kam, bot sich den Bretonen ein erschreckendes Bild. Die Armee Tolithors hatte sich seit dessen Ankunft nur noch vergrößert. Willenlose Skelette aus Kasos und Tessos bildeten eine Frontlinie um die wertvolleren Krieger aus Nehekara. Hinter den unzähligen Reihen aus Staub und Knochen erhob sich neben dem Admiral ein riesiges Necrolith-Konstrukt. Ein Knochendrache, auf dessen Rücken der Priester Nefekare seine dunklen Rituale wob. Gastil erkannte diesen Zauberer schnell als primäres Ziel seines Angriffs. Die Überlebenden des katastrophalen ersten Kreuzzugs hatten ihm von den Schwächen der Gruftkönige berichtet. Doch mit dem untoten Konstrukt als Schutzschild stand dem Paladin eine schwere Aufgabe bevor. Er gab den Befehl zum Angriff und setzte sich ohne Zögern auf sein Pegasus. Gastil wusste, was geschehen musste. Den Befehl über die mächtige Kavallerie überließ er seiner vertrauten Feenpriesterin, der hochgeborenen Lady Elise Ducard. Auf ihrem treuen Einhorn ritt sie inmitten der bretonischen Ritter durch die Feinde und unterstützte ihren Mann mit magischen Verstärkungen. Ihre wahre Intention bestand jedoch darin, nah genug an den Priester heranzukommen, um seine Regenerationszauber zu stören und seine Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Das Vorhaben war ein voller Erfolg und während ihre Männer um sie herum die Knochenkrieger zersplittern ließen, behagte die Dienerin der Lady ihren Feind mit komplexen Flüchen und Gegenzaubern. Nefekare war erzürnt von der aufmüpfigen Magierin und riss seinen Knochendrachen herum, um sich auf sie zu stürzen. Genau auf diesen Moment der Ablenkung hatte Herzog Gastil gehofft, als er mit seinem Pegasus durch die Wolken hinabstieß. Der Priester bemerkte die Gefahr erst viel zu spät und konnte keine Verteidigungsmagie mehr weben. Trotz allem gelang es ihm, den Necrolith-Drachen zum Herzog zu drehen und dessen vernichtenden Fäulnisatem zu entfesseln. Gastil war bereits zu weit gekommen, um jetzt abzudrehen. Er stieß durch die nekrotischen Energien des Drachenangriffs und spießte das verfaulte Herz des Gruftpriesters auf. Mit dem endgültigen Tod des Zauberers verlor der Knochendrache jede Energie und stürzte hinab. Neben ihm der fast leblose Herzog auf seinem geschundenen Pegasus. Das Fleisch faulte beiden vom Körper und wäre Gastil kein Gralsritter, hätte er weder den Atemangriff noch den Sturz überstanden. Dank den Segnungen der Herren des Sees überstand Gastil den Aufschlag, doch er kam vom Regen in die Traufe. Über ihm stand ein uralter Krieger, gerüstet in glänzenden Bronze, mit einer verzierten Klinge, die älter war als die Stadt, um die hier gekämpft wurde. Tolithor erhob sein Schwert, um den Tod seines Lichtpriesters zu rächen, doch als die Klinge nur noch Zentimeter von Gastils Hals entfernt war,
warf ein mächtiger Windstoß den Gruftkönig davon. Lady Dukat entfesselte Böen, warf Flammen und lenkte Blitze auf den überraschten Hekaraner. Ihre magische Barrage erkaufte dem Ritter genug Zeit, um sich aufzurichten und seinem übernatürlichen Körper ein paar Momente der Regeneration zu geben. Der folgende Kampf zwischen den beiden bretonischen Helden und dem düsteren Gruftkönig war lang und intensiv. Trotz seiner außerordentlich geminderten Heilrate durch den Tod seines Lichtpriesters war Tolothor ein einschüchternder Gegner, der sich der gemeinsamen Kraft dieser strahlenden Krieger über mehrere Minuten entgegenstellte. Schlussendlich übermannten ihn die Diener der Lady jedoch und mit beiden Anführern besiegt zerfielen die Truppen des Südens langsam wieder zu Staub. Trotzdem konnte sich der Herzog keine Ruhe gönnen. Dies war nur eine Vorbereitung, ein simples Vorspiel für den kommenden Kampf um Matoera. Tolothor war mächtig, doch auf sie wartete Setra, der Unvergängliche. Sir Cecil Gaston war bereits vor Ort und fand eine Stadt in Panik vor. Sowohl die Zivilbevölkerung als auch die örtlichen Kämpfer und Söldner verließen Matoera in Strömen. Nachricht von Setras Ankunft hatte sich verbreitet und alleine der Ruf des unvergänglichen Königs genügte, um die Stadt in die Knie zu zwingen. Sir Gaston trieb seinen Mann zur Eile. Ihre erste Aufgabe würde darin bestehen, sich den Flüchtlingen in den Weg zu stellen und eine solide Verteidigungsstrategie zu etablieren. Mehrere Tage verbrachte der Bretone mit der Befestigung der Stadt, Verhandlungen mit den Söldnern und der Organisation der übrigen Verteidiger. Als er am Sonnenaufgang des vierten Tages weiße Segel am Horizont erspähte, Setra war gekommen. Der große Eroberer wartete nicht lange. Nach der Anlandung seiner Truppen ließ er die Belagerung sofort beginnen. Setra hatte viele Stärken. Geduld gehörte nicht dazu. Tausende staubtrockene Skelette warfen sich wieder und wieder mit Leitern an die Stadtmauern. Riesige Konstrukte fegten die Verteidiger von den Zinnen und furchteinflößende Ushabti ließen gewaltige Pfeile auf die Stadt regnen. Mit massiven Wüstenskorpionen ließ Setra eine Ramme zum Tor tragen. Matoera würde heute fallen. Sir Cecil Gaston kämpfte tapfer auf den Zinnen. Er erschlug Dutzende Untote und bezwang sogar mehrere Konstrukte. Doch er sah sich einer überwältigenden Übermacht gegenüber. Mit einem Gebet an die Lady auf den Lippen schoss er bereits mit seinem Leben ab. Als er das Banner des Herzogs de Brion über den Hügeln erblickte und erleichtert aufatmete. Bretonia hatte ihren verlorenen Sohn nicht vergessen und mit Hilfe des Gralsritters würden sie den neuen Tag erblicken können. Gastils Ritter schlugen wie ein Dampfpanzer in die Flanke der Gruftkönige. Hunderte Skelette fielen in einem Augenaufschlag, aufgespießt von den mächtigen Lanzen der Bretonen. Herzog Gastil de Brion ritt an der Spitze und ließ sein Schwert singen, an seiner Seite die Lady Dukat, ihre wilden Magien gegen die Nekrolith-Konstrukten entfesselt. Triumphal stürmten die Bretonen durch die nekaranischen Horden, während ihr Schlachtruf die heiße Mittagsluft erfüllte. Plötzlich wurde das jubelnde Gebrüll aber von einem markerschütternden Schmerzensschrei durchzogen. Sir Gastil wandte sich herum und sah Lady Dukat unter ihrem sterbenden Pferd liegen. Der armen Kreatur wurden die Beine unter dem Knie abgetrennt und es wand sich schreiend und sterbend herum, während es versehentlich seine Reiterin zerquetschte. Gastil sprang von seinem Pferd, entschlossen die Feenpriesterin zu retten, als Setras gewaltiger Streitwagen erneut heranpreschte und den Kopf der Priesterin unter seinen Rädern zerdrückte. Wut wallte im Körper des Gralsritters auf, er griff sein Schwert fester und brüllte dem König wilde Verfluchungen entgegen, als dieser nahezu beiläufig von seinem Streitwagen hinabstieg. Gastil stürmte sofort auf ihn zu, Setra riss ein zweihändiges Kopesch empor und traf die Klinge des Gralsritters mit ebenbürtiger Brutalität. Des Herzogs Wut setzte einen Moment aus, er war ein Gralsritter, ein Erwählter der Lady, wie konnte diese Kreatur seiner gesammelten Kraft so einfach standhalten? Setra lächelte, ein seltsamer Anblick, und er antwortete dem Bretonen, als hätte er dessen Gedanken gelesen. »Du bist ein Erwählter deiner Göttin, Bretone«, Setras Klinge sauste empor, Gastil konnte sie gerade so ablenken. »Du trägst ihre Kraft in dir. Mehr Schläge, Gastil wich langsam zurück. Doch ich bin Setra.« Ein Tritt, der Ritter stürzt zu Boden, kann sich aber schnell wieder aufrichten. »Mich haben die Götter zum Herrschen erwählt, da war deine Herrin noch nicht einmal ein Gedanke im Affengehirn ihrer Anhänger.« Der untote König intensivierte seine Barrage an Attacken.
Petra erschuf mich in seinem Abbild, auf das ich herrschen würde. Hieb um Hieb des großen Schwertes zerfetzte die Rüstung des Herzogs. Xar legte mir sein Reich zu Füßen, auf das die Wüste meinen Befehlen folgte. Er griff das Schwert des Breton mit seiner Knochenhand und riss es ihm aus den Fingern. Jaff gab mir Krieger, auf das ich vom König zum Eroberer wurde. Das Kopesch schlug Gastil eine tiefe Wunde in die Brust. Er ging auf die Knie. Mit Gehebs Stärke herrsche ich, mit Asavs Rachsucht kämpfe ich. Die Klinge durchbohrte den Gralsritter und riss ihm das letzte Leben aus dem Leib. Denn ich bin Cetra, König der Wüste, Souverän der Götter, unvergänglich, unvermeidbar. Sir Cecile Gaston beobachtete den Kampf von den Zinnen. Seine Hoffnung schwand und wich grimmigem Trotz. Er würde heute mit seinen Männern hier sterben. Doch er würde seine Niederlage so teuer verkaufen, dass diese Untotenplage niemanden sonst mehr bedrohen konnte. Er hielt sein Wort. Cetra schlachtete an diesem Tag jeden Mann, jede Frau und jedes Kind in Matoera ab. Doch der Sieg war kostspielig und mit seiner Rache befriedigt segelte der ewige König zurück in seine Heimat. Die Grenzgrafen würden viele Jahrzehnte brauchen, um sich von diesem Krieg zu erholen.